Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Satisfactory Folge Nummer 8. Wie versprochen bin ich nochmal los und habe ein bisschen Biomasse geholt, also Holz, Blätter und so ein Kram. Das habe ich jetzt auch schon hier reingehauen in die Konstruktoren. Die werden, wurde verarbeitet. Machen wir mal kurz klein und dann können wir uns das mal alles angucken. Also, wir haben jetzt hier ein bisschen Biomasse bzw. Bio-Treibstoff hier am Start. Den graben wir uns raus, Freunde, und ich sage euch eins. Ich habe keinen Bock mehr, den Shit zu machen. Ich sag's wie es ist, ey, das ist einfach nur konstant nervig, weswegen wir heute so ein bisschen Kohle rushen. Also Kohleenergie. Schauen wir mal, wie wir das irgendwie hinkriegen. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die Rotoren gebaut, beziehungsweise das Setup dafür. Wir haben es noch nicht angeschlossen, aber das müssen wir noch machen. So, jetzt haben wir erstmal hier 200 von jedem drin. Das reicht, 22 davon kommen hier in diesen Bioreaktor noch mit rein, zack, ja, und so hätten wir dann immer was da. Okay, die Dinger sind alle an, gut, also als erstes schön mal anmachen, so, da läuft die Scheiße wieder, ein Glück. So, und jetzt gucken wir mal, wieso läuft das denn hier nicht, Stromleitung, warum, habe ich irgendwas falsch, 4, 4. Ja, ich glaube, der muss da hinten mit dran. Also der Kram läuft, der hier aber nicht. Great. Da haben wir irgendwas mit weggerissen. So, jetzt läuft das alles wieder. Upp. Okay. Gut. Dann brauchen wir dafür Smart Platings, ne? Und Smart Platings, also intelligente Beschichtungen, das ist ja das erste, was wir brauchen für einen Space Elevator. Wir haben uns angeguckt, wir brauchen 50 und da brauchen wir einen Fabrikator, der macht 2 pro Minute. Genau, und jetzt werden wir erstmal die Rotoren bauen. Ich nehme das Ding hier mal weg. So, hier wird gebohrt, hier wird dies, das. So, und hier werden die Rotoren gebaut. Das war ja der Kram und ich glaube, jetzt kommt das sogar an. Wir das nicht? Ja genau, wir hatten es alles gebaut. Was ist denn das hier? Wieso? Schrauben, Freunde. Ich glaube, hier waren die Schrauben dran, ne? Das habe ich hier gar nicht eingetragen. Tja! Ah, keiner ist perfekt. Ja, hier sind die Schrauben, genau. Perfekt, hier kommen die. Ja, okay. So, wenn wir die Rotoren haben, dann machen wir folgendes hier. Habe ich jetzt nämlich schon. Nehme das hier mal weg. Von denen haben wir nämlich genug. Ich nehme mal hier den Fusionator weg, beziehungsweise werde den einfach mal hier hinstellen. So, Förderband MK1, das reicht hin und das Ding kommt hier hin. So, jetzt haben wir hier das und werden es hier mal lang ziehen. Dann Richtung unserer Rotorenproduktion. Ich muss zugeben, das Setup gefällt mir noch nicht ganz. Die Frage, wie kommen wir hier am besten lang? Da hinten sind die Rotoren. Wir erweitern hier einfach mal, zack, zack, das Fundament. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hier rüber? Perfekt. So lobe ich mir das. Einen noch. Und hier dran vorbei, 1, 2. Und dann hier dran auch vorbei. Machen wir das mal ruhig außen. Was ein bisschen schräg ist, das soll natürlich so nicht sein. Also was wir jetzt machen ist, wir ziehen uns die verstärkten Eisenplatten hier mal lang. Weil hier kommen nämlich dann die Rotoren raus. Wenn der ganze Kram sich hier immer mal bewegt. Also irgendwie sehe ich hier noch nicht so viele Sachen. Ah, ich glaube. Ja, hier fehlt ja noch komplett der Anschluss. Jo, alles klar. Das müssen wir mal kurz Förderband MK2 uns gönnen. Ne, nützt ja nichts, wenn das hier alles läuft. Wenn aber unsere neuen Sachen hier nicht. So, mal gucken. Dann machen wir mal nach da. Bisschen höher. Oh, wieder. Oh, da sind wir ein bisschen wild unterwegs, was so die Dinger, aber ganz ehrlich, auf der Natur bzw. Da ist mir doch scheißegal, du. Das ist mir völlig egal.
Ein bisschen höher. Na, Hauptsache, ich klippe hier nirgends durch. Das ist okay für mich. Und dann soll das hier einfach irgendwie funktionieren. Was wir hier nochmal machen können, ist einmal das hier so mal. Was ist das? Machen wir das mal so. Und hier rein. Okay, dann kommt das jetzt hier alles rein und wird hoffentlich hier entsprechend alles füttern. Ich fürchte aber, dann dreht uns hier wieder der Strom irgendwie aus. Naja, wenigstens kommen jetzt hier die Teile. So, und dann bauen wir hier einen Fusionator. In die Richtung. Ein nach da. Schön mittig bleiben. Zack, zack. Also ganz mittig waren wir nicht mit dem. Aber es ist okay für mich. Weil wir ja noch hier lang führen. Und dann brauchen wir nochmal von diesen Fabrikatoren. Ich glaube, lass uns mal. Wie viel, was ist das denn hier schon wieder los? Und dann mach Eisenstangen, danke. Hier ist das auch noch nicht alles fertig. Wenn die jetzt nämlich noch alle laufen, dann wird es, glaube ich, richtig eng hier. Max Cons 307, Capacity 270. Wenn die nämlich jetzt langsam losschießen, mal gucken. Dann müssen wir vielleicht irgendwas hier, ja, wenn die noch losschießen. Oh, das wird übel. Das wird übel. Ich glaube, ich nehme hier erstmal kurz die Jungs hier vom Netz. Weil von den Kupferblechen, da haben wir auch erstmal eine Menge. Man muss das so ein bisschen so, und deswegen will ich auch Kohlekraft, weil ich habe überhaupt keinen Bock immer in diese ganze Balance-Kram jetzt hier und was nicht alles. Das ist mir nix. So, hier funktioniert das. Hier kommen schon die ersten Schrauben rein. Perfekt. So. Und hier kommen auch schon die ersten Stangen rein. Noch perfekter. Und hier haben wir die Stangen, da haben wir die Schrauben. Pro Minute. Ist das hier Level 2? Ja. Okay. Jetzt kommen wir jetzt, die schieben jetzt hier ordentlich rein. So ist gut. Und jetzt fangen hier nämlich die Sachen an abzukacken. Alles klar. Das ist für mich okay, weil wir dann erstmal ein wenig die Betonproduktion und Draht und Kabel, das brauchen wir erstmal alles nicht. Das würde ich erstmal alles abbauen. Nicht abbauen, kurz ausmachen. Und deswegen ist es wichtig, dass man das hier eigentlich ganz gut ganz gut mit diesen Strommasten hier macht. Ich überlege gerade, ja, den nehme ich hier mal weg. Und das hätten wir dann, ist der. Die. Und der geht zum Schredder. Ja, Schredder geht dann auch nochmal aus. Das ist für mich okay. Machen wir mal an. Geht da hinten nichts. Aber nur witzig. Deswegen, Freunde, macht nicht den Fehler wie ich. Guckt euch das hier alles an. Hier geht alles gar nicht. Okay. Mal ganz kurz gucken. Den packen wir mal hier hin. Und der ist hier quasi zum Zusammenpacken, wa? Hallo? Max Cons 245. Sehr schön. Okay, und dann haben wir die Rotoren, dann haben wir die versteckten Eisenplatten. Dann bauen wir uns das Smart Plating mal. Genau, Rotoren werden da hinten gebaut. Schrauben, das läuft jetzt hier alles. Die Dinger. Ja, okay. Gut, gut, gut. Das heißt, hier müsste es so langsam mal losgehen mit den Rotoren. Sehr, sehr gut. Naja, die stehen jetzt hier schon alle drin.
Nehmen wir mal hier einen weg. Vier pro Minute, ne? Plus die anderen. Wir nehmen den mal weg. Wir brauchen jetzt nämlich mal ein paar von den Dingern. Schrauben, das irgendwie noch läuft. Laufen die Schrauben hier nicht so wirklich? Ich glaube, die müssen erstmal, ja, die füllen sich erstmal auf. Komm, machen wir hier die 500 voll. Dann bleibt das hier nämlich alles stehen und dann wird hier erstmal reingeschoben. So, machen wir mal das hier so. Dann kann er hier erstmal weiterschieben. Ne, weil hier kommen ja jetzt im Prinzip 120 an und die werden geteilt in 60 und ja 60. Machen wir das ruhig hier so. Okay. So, dann brauche ich nochmal 8 Rotoren. Habe ich 4. Eisenstangen passen. So, 4 habe ich schon mal, dann baue ich mir hier schon mal einen Fabrikator hin. Dann machen wir das mal hier so schön. Zack, einen noch da. Ja. Und direkt nochmal einen daneben dann. Zwei. Ne, jetzt habe ich auch schon wieder 4. Sehr schön. So, wenn ich den hier nebenbaue und dem sage ich hier, pass mal auf, baut mal die intelligente Beschichtung. Die machen 2 pro Minute. Haben wir 4 pro Minute. Wir brauchen 50. Oh, dauert einen Moment. Theoretisch könnten wir noch ein paar mehr bauen, aber da fehlt uns jetzt hier gerade der Platz. Haben wir nach hinten raus welchen? Ja, aber diese Dünen, es ist einfach nur eklig. Pass mal auf, machen wir eiskalt. Dann kommt so ein Ding hier hin, dann kommt hier, irgendwo habe ich doch bestimmt nochmal so eine Ramp. Die nehme ich mal direkt hier nochmal raus. Eine 8-mal Linksrampe hier mal hinbauen. Okay. So, da haben wir hier auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Platz geschaffen. Und dann bauen wir mal ein paar von den Dingern. Oh, jetzt hier. Da sind sie schon am Stocken. 12 Rotoren habe ich schon. Das heißt, 3 könnte ich bauen. Das ist halt echt gut. Ne? Jetzt habe ich 16, exakt 4. Perfekt. Machen wir das so. Produktion, Fabrikator. Und zwar... ja, machen wir es ruhig hier. 1. Und dann machen wir hier so mittig. 2. Die Dinger brauchen aber auch einen Schweineplatz, ne? So, und dann drehen wir die um. Machen, dass wir so in der Mitte quasi den Ausgang haben. Na, wo ist der Ausgang? Einen hinter. Okay, machen wir das auch so. Soll ja schon alles ordentlich sein. Okay, perfekt. Und jetzt kommen natürlich hier entsprechend Splitter. Mal gucken, wie wir das am besten machen. Oh, ich habe oh, doch eine gute Idee. Pass mal auf. Drehen wir so um. Das ist besser. Ich glaube schon wieder nicht. Es ist inzwischen einfach nur noch witzig. Okay. So, dann kommen die Dinger hier nochmal hin. Wo nehmen wir hier die Mitte? Hier war die Mitte. So. Komm, machen wir den gleich direkt daneben.
Und den hier hin. Eins und den anderen direkt daneben. Okay, so und jetzt können wir nämlich hier richtig wilde Sachen machen. Jetzt nehmen wir hier nämlich mal die... Ja, sogar richtig. Okay, dann nehmen wir hier mal einen Splitter. Hm, der kommt von rechts rein. Ne, der kommt von vorne rein. Und dann machen wir hier nochmal... 1, 2, 3. So, und dann wird hier unten immer fein gesplittet. Hier rein, Nummer 1 und hier 2. Ist natürlich nicht gebalanced, ne? Klar. Und hier unten so. Und jetzt kommt natürlich nochmal ein Splitter. Und zwar... Das müssen wir hier nochmal kurz wegnehmen. Der Eingang hier. 1, 2 und 3. Okay. Und das gleiche müssen wir hier hinten nochmal machen. 1. Ja, der dritte ist eigentlich nur wichtig. Dann können wir nämlich die unten wieder wegnehmen. Den hier weg. So, und jetzt nehmen wir den Förderbandlift, wie immer. Drehen hier einmal nach da. Perfekt. Da. Da. Und ich zeige euch das gleich nochmal von außen. Ja, so. Haben wir im Prinzip das alles so. Kann ich hier raus? Ja. Ne, das Zeug kommt hier unten rein. Dann geht es erstmal den ersten Splitter. Wird hier geteilt. So, ne? Und schon haben wir jetzt quasi alle vier versorgt mit den entsprechenden, was weiß ich, können wir Rotoren oder versteckte Eisenplatten, ist im Prinzip egal. Und dann hier oben ist dann quasi die Nummer 2, zweite Komponente, die wir benötigen und die wird oben verteilt. Ne? Deswegen brauchen wir jetzt hier quasi die einmal nur hier reinschieben. Bedeutet einmal die Dinger hier. Ruhig, das können wir hier entspannt so machen. Ich weiß auch nicht genau, warum ich das jetzt so gemacht habe. Das brauchen wir tatsächlich gar nicht. So. Dann machen wir lieber das. Tun wir das so hin. Huch, ne. Das müssen wir erstmal schön ordentlich einmal nach da oben und dann geht's mal hier lang, gerade mal zurück. Perfekt. Und das Ding hier können wir hier einfach mit so einem Förderlift lösen. Ein bisschen schräg ist es, ne? Oder? Nö. Ist perfekt. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch sagen, intelligente Beschichtung. Und dann haben wir das jetzt schon mal aufgebaut. Das ist jetzt erstmal ein Häkchen provisorisch. Aber ja, intelligente Beschichtungen, die müssen laufen. Damit der Weltraumlift gefüttert wird. Ich hätte es natürlich auch einmal nur zwei so eine Dinger und dann alles per Hand befüllen können. Aber vor allem, wir sind da keine Barbaren. Keine Barbaren. Und deswegen brauchen wir hier natürlich nochmal einen Fusionator und werden das jetzt auch automatisch dahin führen. Also sprich... 1, 2, ne, die ganzen intelligenten Beschichtungen machen sich jetzt automatisiert auf dem Weg zum Weltraumlift. Fusionator, der kommt hier hin. Schön mittig. So. Alles verbunden, jetzt den hier noch. Das ist mittig und gerade, das sieht doch gut aus. Sehr schön, jetzt nur noch der hier. So, was hier noch fehlt, sind Stromleitungen. Einmal hier, einmal hier.
Und die können wir anschließen, wo am besten. Nehmen wir einfach mal dahin. Und das werden wir. Tja, wo haben wir denn hier noch was frei? Da hinten, ne? Ja. Gehen halt 4 von diesen Dingern an. Das nicht gut. Was kann ich da noch ausmachen? Ja, aber schon eigentlich ziemlich viel aus. Mal gucken, wie viel. Vielleicht muss ich noch einen hinzustellen. Max Konst 305, Max Capacity haben wir, ich glaube, 270 gehabt, ne? Ja. Kann ich hier noch irgendwas ausmachen? Die sind wichtig. Die hier sind erstmal nicht wichtig. Jetzt können wir, ne? Die Schrauben, die bei uns irgendwie so reingehen. Eisenplatten. 1, 2, 3. Das schon wichtig. Die Eisenplatten, da sollten wir inzwischen ja auch eine Menge von haben. Machen wir auch nochmal aus. Capacity 270, Max Cons immer noch 305. Wir haben aber doch schon eine Menge aus, oder? Ach, oder? Nee, das lief ja noch. Okay. Ah. So, jetzt ist tatsächlich die ganze Kupfergeschichte aus. So, ich hole mir nochmal ein bisschen Eisenplatten, weil wir jetzt nochmal den Weg zum Space Elevator machen müssen. Von denen. Gut. So, und jetzt läuft da oben auch die entsprechende Beschichtungsgeschichte. Ach ja, und dann können wir das hier schön einmal hier nach unten ziehen, im schönen Lift, oder auch nicht, da müssen wir erstmal nochmal hoch, ziehen wir einmal hier hin, dann ziehen wir das hier runter, und jetzt hier eiskalt, ne, dran vorbei. Drunter durch. Hauptsache irgendwie. Jo, das ist natürlich auch nicht so optimal. Ja, und am Ende müssen wir halt zum Lift, ne? Der hier hinten ist. Warum ich den auch immer hier hinten hingestellt habe. Dann machen wir diesen Eingang mal fertig. Dann kommt der Kram weg. Das auch. Das heißt, irgendwann kommen jetzt hier so diese Beschichtungen an. Wir können ja mal gucken, ob das irgendwann wieder was sehen schon. Auch einfach viel zu lange Strecken. Das schreit jetzt schon nach einem Redesign. Aber darin, ah ja, hier, ne, da kommen sie schon. Ne, zwei Stück, perfekt. Das schreit nach einem Redesign, da habe ich jetzt schon wieder Bock drauf. Aber worauf ich keinen Bock drauf habe, ist tatsächlich nochmal mit dieser scheiß Kettensäge los. Und deswegen ist es very important, dass das jetzt läuft hier alles. Und jetzt kommen hier tatsächlich die Sachen. Richtig gut. Wir hauen 8 Rotoren heraus. Und 10 von diesen versteckten Eisenplatten. Das heißt, aktuell ist es sogar so, dass wir mehr versteckte Eisenplatten produzieren, als wir benötigen. Es läuft alles irgendwie. Ja, aber ich denke, damit werden wir auf jeden Fall das nächste Ding hier fertig machen können. Genau. Ja, gucken wir jetzt mal an.
Ich meine, wie viel haben wir? 2 pro Minute? Wir haben 4, das heißt, wir machen 8 pro Minute. Wir brauchen 50. Brauchen wir, ja, 6, 7 Minuten. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Die Lager sind halbwegs auch voll. Rotoren, Sprungflächen könnte ich mir dann auch irgendwann gönnen. Komm, was soll's. Weißt du was? Rumstehen bringt auch nichts. Wir haben, habe ich Schrauben? Jo. Ich nehme nochmal ein paar Schrauben mit. Nochmal ein paar von den Dingern. Dann mache ich mir hier die, mal 300. Die und Kabel. Kabel müssen mich ja zuwerfen können mit. Das ist Zement. Kupferbleche haben wir auch noch ordentlich. Draht. Kabel, zack. Dass wir dann schnell nochmal hier das letzte machen. Sprungflächen. Damit kommt man auch noch recht schnell über die Basis. Aber ich finde das immer so ein bisschen komisch. So, jetzt brauchen wir noch 50 Rotoren. So, und in der Zeit erzähle ich euch jetzt erstmal was über die Pläne. Wir sind ja aktuell im Level 2 der Eisenfabrik. Das heißt, wir stellen her Eisenplatten, Eisenstäbe, Schrauben, verstärkte Eisenplatten, Rotoren. Und jetzt, einfach weil ich keinen Bock mehr habe, stellen wir auch diese Beschichtung her. Theoretisch geht das auch noch weiter mit der Fabrik bis hin zu modularem Rahmen. Aber das bringt dann irgendwie... Aber mit 300, 400 Megawatt, da bist du ja bekloppt. Da muss der nur noch losrennen und nur noch hacken und Holz und alles. Und deswegen ist der nächste Step auf jeden Fall die Kohleenergie. Warte mal, wie viel habe ich? Okay, 30. Kohleenergie. So, und das werden wir jetzt erstmal einschieben, die Kohleenergie. Wir haben 2 reine Kohleadern bei uns in der Nähe. Und deswegen eine davon werden wir anzapfen, weil ich auch erstmal nur 8 Kraftwerke baue. 8 Kohlekraftwerke, das heißt ein halbes Setup. Und mit diesen 8 Kraftwerken, da haben wir dann pro Kraftwerk ja 75 Megawatt. Ich meine, allein ein Kohlekraftwerk reicht ja schon. Nee, wie viel? 3 reichen aus. 4 reichen aus. Ja. 4 reichen aus, um unser Bedarf zu decken. Mit den anderen 4 haben wir erstmal noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Und so wollen wir das machen. Oh, jetzt haben wir hier schon ein paar Rotoren mehr am Start. Aber die Schrauben gehen halt auch gut runter dadurch. Ne? Ich mache einmal noch mal ein paar mehr. Einfach weil wir für die Kohleenergie, da brauchen wir 10 Rotoren pro Kraftwerk. Und je mehr wir jetzt hier kurz per Hand craften, desto weniger müssen wir uns nachher da aus den Dingern ziehen. Ich meine, wir haben ja alles da. Ich meine, bei meinem letzten Playthrough saß ich hier auch und habe alles per Hand gecraftet. Ne? So, warte mal, bevor wir weiter craften, können wir jetzt mal die 50 hier reinwerfen. Und hier einmal den Frachter starten. Jetzt haben wir Sprungflächen und das ist im Prinzip unter Transport zu sehen. Ein Gelpad, wenn du da reinspringst, dann auch aus hohen Höhen, ja, dann landest du immer, also verlierst du keine Energie. Und die Sprungfläche selber, die kann dich halt durch die Basis katapultieren. Ist aber auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. So, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Denk dran, wir wollen ungefähr 8 Kraftwerke. Das bedeutet, ich brauche 80 Rotoren. Das ist schon ordentlich, ne? Ich glaube, ich mache erstmal 40. Und dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch Wasserextraktoren. Aber das kommt jetzt alles mit der nächsten Space Elevator Stufe. Und wir müssen natürlich auch noch die Kohlekraft erforschen. Die kriegst du auch nicht geschenkt. So, wir gucken mal rüber zum Space Elevator. Wie viel wir schon drin haben. Boah. Ja, das ist halt auch ein langer Weg. 17, 18. Oh ja. Frachter ist gestartet. Dann machen wir mal weiter. Kabeldraht haben wir zum Glück noch ohne Ende. Modulare Rahmen, die brauchen wir später sehr oft für sehr viele Gebäude. Modulare Rahmen, schwere modulare Rahmen. Aber eins nach dem anderen, und das kann ich euch auch nur immer wieder ans Herz legen, in der Ruhe liegt die Kraft, Freunde. Nichts überstürzen. Man kommt da überall sowieso irgendwann hin. Ne? Okay. Also langsam. Überleg mal, wir haben 1500 Schrauben am Start. Da burnen wir gut durch.
Also ein Rotor, 25 Schrauben. Schon mal eine Ansage. Einer, ne? Na, kriege ich es noch hin? 80 haben wir. Perfekt. So, der Frachter, dies, das. Wir gucken mal rein. Müssten jetzt so um die 30 drin haben. Na, fast. Das machen wir diese Folge auf jeden Fall nochmal fertig. Kohlekraft. Wie gesagt, nervt mich tierisch, wenn wir das überhaupt schaffen, die Kohlekraft zu bauen. Weil wir dann später, wir brauchen ja auch die Kohlekraft sozusagen, damit die läuft, müssen wir mit Biofuel anfüttern. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Also mal kurz die Eisenbarren machen. Oh, kraft euch einfach mal mein Inventar leer, Freunde. Das empfehle ich euch auch immer. Natürlich kann man es wegwerfen, aber braucht man auch nicht unbedingt machen. Jetzt ist es tatsächlich ein Waiting Game. Das heißt, wir warten jetzt tatsächlich, bis der Space Elevator voll ist mit der intelligenten Beschichtung, um den dann losschicken zu können. Und das ist immer, das ist auch eine ganz schöne Animation. Die gucken wir uns auch gleich zusammen an. Eine super Sache. So. Beton nochmal schnell. Dann haben wir auch wieder schön aufgeräumt. So, dann haben wir hier nochmal diese Schnecken, da aus denen baue ich mal schnell Energiefragmente. Damit kann ich dann tatsächlich Sachen übertakten, wenn ich es denn brauche. Dann habe ich das auch schon mal fertig. So, und mit einem von so einem Ding brauche ich nichts anfangen. Okay. Ja, hier kommt noch genug an. Sehr, sehr cool. Wenn das erstmal getan ist, dann würde ich auch erstmal die Dinger ausmachen. Oh, guck mal. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tipptopp. Also wir könnten sie jetzt schon mal ausmachen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Einfach, weil die Fabrikatoren, die sind schon ordentlich am Strom schlucken. Wir wollen es ja hier nicht noch übertreiben. Ne, den Förderlift nicht, aber das Stromkabel. Hopp. Danke auch. Ah, ich habe wirklich gar keine Lust, nochmal loszuwollen. Okay. Jetzt sollte so langsam alles reinkommen. So, und jetzt Kiste versiegeln, dann drehen wir hier einmal, also man drückt hier rauf, zieht es einmal zur Mitte. Jetzt wird hier abgedichtet, man muss sich auch die Animation angucken. So, jetzt ist, und jetzt können wir senden. Geht das hier weg? So, und jetzt siehst du hier, was hier passiert. Wird hier quasi aufgeladen. Ne, dann das dreht um, ne, und weggeschossen das Ding, ab irgendwie in die Luft. 50 intelligente Beschichtungen quasi weggeschickt. Einmal für dieses Projekt, über das wir halt gar nichts wissen aktuell. Perfekt. Und das nächste wäre dann jetzt sowas hier. Ne? Da brauchen wir 500 intelligente Beschichtungen. Und ihr seht, 50, ja okay, kannst du noch irgendwie so halbwegs mal schnell mit dem Assembler, mit dem Fabrikator schnell hinstellen. Die Dinger per Hand reinwerfen. 500? Ne? Genauso wie die nächsten 500 vielseitige Rahmen. Und das Wort Rahmen lässt Ungutes vermuten. Und dann haben wir nochmal 100 automatische Verkabelungen. So, das heißt, das hier wird dann erstmal die nächste Stufe sein. Aber da kommen wir jetzt erstmal noch gar nicht hin. Und jetzt gehen wir hier zum Hub und sehen, Stufe 3 und 4 sind freigeschaltet. Ne? Wir hatten vorher nur 1 und 2. Jetzt haben wir 3 und 4. Die haben wir jetzt quasi freigeschaltet durch den Weltraumlift. Nichtsdestotrotz müssen wir hier trotzdem nochmal weiter freischalten. Und ihr seht, oh, ja, hier zum Beispiel den Meilenstein Kohleenergie, den wählen wir jetzt aus. Zum Glück haben wir das alle schon am Start. Wir brauchen Kabel, wir brauchen Rotoren und wir brauchen diese Platten. Das heißt, wir müssen uns nochmal ein bisschen Kabel holen und nochmal verstärkte Eisenplatten. Aber das ist ja zum Glück kein Problem. Na, guckt euch das an. Kabel haben wir hier oben nochmal ordentlich. Zack, zack. Da nehmen wir ruhig nochmal, was soll der Geiz? Nehmen wir ruhig nochmal ein bisschen mehr mit.
Draht haben wir auch noch. Komm, nochmal 500 mehr. Okay. Und dann schalten wir uns jetzt auch die Kohleenergie einfach mal frei. Sehr gut. Meilenstein freigeschaltet. Und jetzt steht es hier nochmal, ne? Kohle ist eine verbesserte alternative Energiequelle zur Biomasse und kann vollständig automatisiert werden. Und das ist der Punkt, liebe Leute. Aber wir brauchen halt auch Wasser. Und während der gesamten Anfangsphase mit Strom versorgt werden, Kohle wurde dem Ressourcenscanner hinzugefügt. So. Jetzt haben wir hier, haben wir irgendwas Neues dazu bekommen. Wir gucken uns das mal an. Genau, jetzt kommt nochmal eine kurze Geschichte zu den Pumpen und das gucken wir uns alles nochmal in Ruhe an. Spezial hat sich nichts hinzugefügt. Produktion haben wir jetzt neu den Wasserextraktor. Und ich hatte ja schon gesagt, und dazu müssen wir jetzt wissen, wie viel Kohle ein Kohlekraftwerk verbraucht. Deswegen, ein Kohlekraftwerk verbraucht 45 Kubik Wasser die Minute und 15 Kohleeinheiten die Minute. Bedeutet, wenn wir jetzt 8 bauen, 8 mal 15 sind exakt 120. Das ist auch die maximale Durchsatz von unserem schnellsten Fließband. Und 45 Wasser brauchen wir 360. Ein Wasserextraktor macht 120. Exactement brauchen wir also 3. Also, und das werden wir jetzt hier auch sehen. Hier Wasserextraktor, ihr seht es hier. Da 120 Kubik pro Minute, Förderhöhe 10 Meter. Über Förderhöhen reden wir später nochmal, aber Flüssigkeiten, ihr könnt es euch vorstellen, die werden nicht einfach bergauf fließen. Und deswegen muss man da quasi nachhelfen. Und ein Wasserextraktor hat eine Förderhöhe von 10 Metern. Das heißt, er kann selber aus eigener Kraft die Flüssigkeit über 10 Meter hochheben. Und ihr denkt euch, ah, was sind denn hier 10 Meter? Ihr müsst euch denken, so ein Ding hier, so ein 8x4 Fundament, ne, ist halt 4 Meter hoch. Das sind exakt 4 Meter. So, 4 Meter. Das heißt, ein Wasserextraktor kann, das sind jetzt 8 Meter, und dann nimmst du dir jetzt hier nochmal ein 8x2 Fundament. So hoch sind 10 Meter und so hoch kann ein Wasserextraktor aus eigener Kraft. Das ist wichtig. So, deswegen werden wir jetzt uns, wie immer, einmal ganz kurz... Oh ja, ach genau, wir gehen erstmal nochmal die Sachen durch. Wir haben jetzt den Wasserextraktor, von dem wollen wir 3, das können wir uns schon mal hier zur Seite bringen. Und ihr seht hier, Kupferblech, Eigenkram ist automatisiert. Hier ist weiter nichts. Unter Strom sehen wir jetzt hier neu den Kohlegenerator. Und da haben wir ja gesagt, hier steht es auch selber, verbrennt Kohle, um Wasser zu wärmen, dies, das, jenes, ach, arbeitet immer mit der eingestellten Taktrate. Früher war es so in Update 3, dass die Kohlegeneratoren ähnlich, oder generell alle Stromerzeuger, ähnlich wie diese Biomassegeneratoren immer noch, nur so viel produzieren, wie sie auch verbrauchen. Das heißt, du hast meinetwegen 2 Kohlegeneratoren je 75 Watt. Das heißt, sie könnten 150 erzeugen. Du hast aber nur 100 Megawatt Verbraucher dran, also haben sie auch nur 100 erzeugt. Das war ein Problem. Das war nämlich ein Problem später, zumindest bei den Treibstoffgeneratoren, dass die dann auch weniger Treibstoff verbraucht haben. Aber Treibstoff, die Herstellung davon, da kommen wir später irgendwann mal zu, die hatte halt auch Nebenprodukte. Und dann konntest du mit denen nicht genau rechnen, weil sich die Nebenprodukte tatsächlich nach dem Strom, den du verbraucht hast, gerichtet hast. Hast du tatsächlich den gesamten Stromverbrauch der Treibstoffgeneratoren, so wurde auch exakt alles abgenommen und deine Rechnung ging auf. Hast du weniger verbraucht? Dann wurde auch weniger erzeugt und dann konntest du deine Rechnung vergessen. Ne? Deswegen haben sie es mit Update 4 so eingestellt, dass immer 100% Strom erzeugt wird. Egal, ob du sie abnimmst oder nicht. Außer bei Biomasse. Weil da haben sie gesagt, na, wenn wir die immer auf 100 rennen, dann rennst du ja noch mehr in den Wald. Und das wollen sie nicht. Der Kohlegenerator, da wollen wir 8 von haben. So. Logistik. Pipeline. Ne? Das ist jetzt hier im Prinzip Pipeline MK1 oder Mark 1. Eine Pipeline-Kreuzung. Pipeline-Pumpe. Die Pumpe. Ihr seht hier maximale Förderhöhe 20 Meter, das heißt, wir können Flüssigkeiten damit noch ein bisschen höher bringen als die 10 Meter. Und das sind diese 3 Sachen oder die 4 Sachen, die dazu kamen, um damit wir hier Pumpen bzw. Flüssigkeit, Rohre ordentlich bauen können. Unter Organisation haben wir ähnlich für den Lagercontainer auch einen Flüssigkeitsspeicher, kann bis zu 400 Kubik halten, ist nicht schlecht, so als Puffer. Hier hat sich nichts weiter ergeben, hier auch nicht, hier auch nicht. So, und den nächsten Meilenstein können wir ja schon mal auswählen. Und zwar würde ich hier gerne auf... Stufe 4, da haben wir nochmal diese ganze Stahl. Also wir haben hier wirklich eine Menge Sachen. MK3 Förderbänder. Das sind die guten für später. Da kriegen wir auch den Energiespeicher zu.
Naja, dazu brauchen wir aber erstmal diese ordentliche Stahlproduktion. Also in meiner Welt ist erstmal wichtig, einfache Stahlproduktion und dann das hier. Verbesserter Nahkampf später. Okay, aber gehen wir erstmal in die einfache Stahlproduktion. Das können wir schon mal auswählen. Gut. So, dann suchen wir uns mal die Sachen zusammen. Drei Wasserextraktoren, Kohlegenerator. Wie viel ja, von den Fundamenten nehme ich auch mal ein paar mit, denn wir müssen das ja alles aufbauen. So. Das läuft hier irgendwie alles. Brauchen wir Kupferblech? Ach, siehst du. Kabel haben wir genug. So, Kupferblech hatten wir. Kam ja von hier unten. Das weiß ich noch. Da haben wir, zack, 200. Wir nehmen einfach ein bisschen mehr mit. Für die Pipes. Verstärkte Eisenplatten brauchen wir noch mal ein paar. Nehmen wir gleich mal alle mit. Haben wir auch. Rotoren fehlen uns jetzt nämlich noch exakt 80. Das ist ja das, was ich gesagt hatte. Und wenn wir Glück haben, ne, die Rotorenproduktion haben wir zum Glück nicht eingestellt. Die haben wir weiter produzieren lassen. Würde ich danach aber auch ausmachen. Weil das ist alles Strom, der hier weitergeht. Ihr seht, die Rotoren gehen hier ihren Weg nach oben. Und die müssten sich jetzt langsam hier ein bisschen akkumulieren. Hier sind 17 Rotoren. 18. Hier stehen sie überall. 9. 8. So, kann man hier einfach mal ein bisschen wegnehmen. Na, zack, zack, zack. Nehmen wir die alle weg. So, 100. So, ne, die werden ja weiter produziert. So, aber das brauchen wir jetzt nicht. Deswegen machen wir die jetzt mal schnell aus. Strom sparen. Okay. Und jetzt müssen wir die verstärkten Eisenplatten, die können wir jetzt auch wieder in die andere Richtung führen. Damit wir wieder unsere Lager ein bisschen füllen. Die verstärkten Eisenplatten sind nach wie vor sehr wichtig. Da bin ich jetzt hier mal so mutig und baue hier mal das hier mal so komplett weg. Kleinen Splitter hin. Hier geht's rein, da geht's raus. Das ist immer das gleiche. Splitter, hier geht's rein, da geht's raus, so. Ende aus, Mickey Maus. Mal so hin, kriege ich es hier hoch, ja. Okay. Na, das wird sich da hinten jetzt alles auffüllen und dann geht das hier Richtung raus. Ach so, was wir auch noch brauchen, ist natürlich einen Miner. Na, die Kohle muss ja irgendwo ran. Aber zum Glück haben wir das auch alles. Ein Miner müssen wir noch bauen. So, und ich hatte mir überlegt, ich werde die Kohle tatsächlich hier aufbauen. Da so die Ecke und hier so mit aufs Plateau. Einfach weil wir hier eine große Wasserfläche haben. Wir können halt auch noch ja, erweitern. Das ist alles kein Problem. Ne? Deswegen das. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht sogar noch die Betonproduktion, die werde ich glaube ich nochmal anschieben. Wir brauchen nämlich ein bisschen mehr. Wie sieht es denn hier so inzwischen aus? Ah, 65, das ist nicht gut. Der kann weg, aber den hier, den schließen wir nochmal an. Okay.
Dann müssen wir jetzt erstmal die Kohle holen. Und das wird schon anstrengend genug. Aber muss sein. Ich gucke kurz auf die Uhrzeit. 45 Minuten. Ich denke, Kohle kriegen wir noch ran. Wir werden hier einfach die Stromleitung nehmen und die mitführen. Kohle ist nämlich recht weit weg. Ich überlege gerade, ob wir das irgendwie am Wasser anführen. Wir suchen mal nach Kohle. Das wird jetzt irgendwie so da die Ecke sein. Na, da hinten 500 Meter. 900 Meter. Naja, ich erinnere mich langsam. Ich habe ja schon mal in der Wüste angefangen und da habe ich die Kohle hier durch den Felsen gelegt. Ein bisschen von diesen Nüssen hier mal mitnehmen. Ein bisschen was essen hier. Damit uns, falls hier irgendwelche Viecher sind, die nicht sofort wegballern. Guck an, da ist eine Sphäre. Jetzt müssen wir auch ein bisschen wieder aufpassen. Noch mal kurz den Zepper. Ach ja, guck. Ja, würde mich natürlich wundern. Ah, da ist wieder so ein Vieh. Na dann. Ja, nee. Alter Schwede. Ich hasse diese Viecher. Und gerade so überlebt den Shit. Mann. Guck mal jetzt hier hoch. Oh, nicht, dass da jetzt so ein Vieh steht. Safe, 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 safe. Gut. Wir haben direkt zwei Kohleader nebeneinander. Das ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Theoretisch haben wir hier die Kappa für 32 Kohlekraftwerke. Hammer. Nee, Kohle normal. Ah. Normal gibt uns ja aktuell mit dem MK1 meiner 60. Und hier haben wir auch Kohle normal. Witzig, ist da hinten so ein Vieh? Sieht aus wie ein Vieh. Jo, nee, danke. Kohle normal gibt uns. Können wir gleich nochmal sehen. Gehen Sie erstmal hin. Die Minute. Und dann werde ich das da hinten. Also okay, ne? Also mit dem Mark 1 Miner kriegen wir hier 120 raus, exakt die 8, die wir auch benötigen. Ich baue hier nämlich nochmal einen zweiten Miner drauf. Stromleitung. Mitte. 1, 2. So, hier haben wir die 60. Die schieben wir hier hoch. Und dann kommt hier nochmal ein Fusionator hin. Insgesamt die 120, so wie es sein soll. Das sieht doch sogar halbwegs okay aus. So, und jetzt müssen wir natürlich mit MK2 Förderband. Ja, denn wir brauchen ja die 120. Oh Gott, lass hier bitte keine Spinne or whatnot sein. Da ist wieder so ein Vieh. Das ist okay. Das Vieh kriege ich hin. Boah, da kenne ich ja mal nichts, ne? Jetzt haben wir hier Summer Sloop, die Dinger. Bevor die Fragen kommen, erfüllen noch keine Funktion. Mitnehmen, freuen.
Okay. So, das ist das Vieh. Da oben haben wir nochmal ein bisschen Quarz, das können wir auch nochmal mitnehmen. Dann brauchen wir alles für ein MAM, da haben wir auch lange nicht mehr erforscht, fällt mir ein. Aber okay. Weiter geht's. Mark 2. Erstmal die Kohle ranholen. Und Freunde, immer dran denken, lieber Kohle transportieren als Wasser. So, jetzt sind wir hier draußen. Oh, wir sind aber schon auf dem Weg. Eigentlich haben wir genug von diesen verstärkten Eisenplatten. Jetzt packen wir das hier schön am Flussufer lang. Und dann, ich glaube, heute in dieser Folge schaffen wir die Kohleaufbauten nicht. Ich glaube, das wird ein bisschen zu langwierig jetzt noch. Vor allem, weil wir schon bei 51 Minuten sind und die letzte Folge war ja schon 1,5 Stunden knapp. Deswegen will ich diese ein bisschen kürzer gestalten. Okay, ne, jetzt haben wir das hier alles schön entspannt. Kann man das alles herholen, was auf dem Boden passiert, ist wie gesagt mir ziemlich egal. So, dann haben wir hier die Geschichte. Ah ja, jetzt fehlen, ja genau, guck mal, jetzt fehlen uns schon wieder die Platten. Aber keine Angst, das ziehen wir hier noch durch. Ne, und ich freue mich wieder mal, dass ich einfach die Doppelrampen hier habe. Naja. Vielleicht auch nicht. Machen wir das einfach mit der. Dit. Okay, ne? Wenn die Dinger nicht funktionieren, schalten sie sich automatisch aus. Was sehr gut ist. Hier ist auch alles aus. Und hier kommen jetzt schon die. Ah, kommen sie her? Ich gucke gerade nochmal nach hinten. Irgendwann, ja, hier werden sie gerade voll. Ich glaube, so viel haben sie jetzt nicht. Perfekt. Die gönnen uns hier nochmal raus. Wir brauchen auch auf jeden Fall noch ein paar verstärkte Eisenplatten später, denn um die ganzen Sachen da zu verbinden, anzuschließen und so weiter. Und dann gucken wir, wie viel wir noch im Lager haben. Also die Fabrik ist jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen größer geworden, wie ihr seht. Ich meine, Platz haben wir halt immer genug, das ist auch wichtig. Okay. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen... Ah, die versteckten Eisenplatten, das ist jetzt so unser Dings. Aber zum Glück, da brauchen wir auch nur warten, bis es kommt. Wie sieht es hier mit der Energie aus? 42. Okay. Das Ding hier hat überhaupt keine Funktion mehr, oder was? Gut. Genau, und dann bauen wir auf jeden Fall erstmal unser Fundamentwerk sozusagen da hinten hin. Also die Plattform, auf die wir das dann alles raufpacken. Überlegen uns, wie wir am besten das Wasser hinzuführen und. Viele Sachen, das werden wir aber alles, denke ich, erst beim nächsten Mal schaffen. So. Ich will gerade, wo wir nicht gleich direkt außen rum gehen. Einen Stein stellen, ein bisschen die Landschaftsmerkmale nutzen. Schucki und die Natur. Mal was ganz Neues. Genau, wir wollen so ein bisschen da hinten hin, vielleicht da oben irgendwas machen. Schauen wir mal. Und die Kohle wird langsam ihren Weg hier bauen. Jetzt haben wir hier
Hier ist auch schön. Ne? Hier haben wir zwar die Dudes, aber wir haben hier eine schöne gerade Fläche. Wir haben hier nicht unbedingt diese Giftpflanzen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und wir haben es hier direkt neben der Base. Das werde ich jetzt hier erstmal so erstmal da lassen. Und dann werde ich mir mal überlegen, wie wir das am besten hier konzipieren. Also Wasser ist da. Ich gucke gerade mal. Produktion, Wasserextraktor. Ah ja, ne? Hier sieht das, kann man auf Wasser bauen. So sehen die Dinger aus. Tipptopp. Nehmen wir hier mal kurz die Blümchen hier weg. Ich glaube, hier hat, ist auch so ein Vieh so rumgerannt, glaube ich. Nee, aber das sieht auf jeden Fall hier ganz gut aus. Schon schön. Okay, liebe Freunde, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Knappe Stunde. Herzlichen Dank wie immer fürs Reinschauen. Beim nächsten Mal bauen wir tatsächlich Kohlekraftwerk und haben dann hoffentlich auch nicht mehr, also müssen nicht nochmal los Biomasse holen. Das wäre super. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Die Kohle ist denn bereits hier. Und dann hoffen wir mal, dass das alles hinhaut. Das wird schon. Ich habe Bock. Ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann mit Kohleenergie. Endlich. Darauf haben, glaube ich, auch viele gewartet, dass wir endlich zu diesem Punkt sind. Den rushen wir jetzt ein bisschen, aber danach haben wir dann erstmal Ruhe und ich kann in Ruhe weiter konzeptionieren und bauen. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Wie immer, Like und Abo und wenn ihr Lust habt, auch ein bisschen was in die Kommentare schreiben, wenn euch was aufgefallen ist. Einer hatte geschrieben, ich baue irgendwo schief. Bitte drunter schreiben direkt wo, dann kann ich das direkt fixen beim nächsten Mal. Und an der Stelle, euch alles Gute. Macht's gut. Euer Tuki.